Hi Leute und willkommen zu einem neuen MioFor-Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade mit meiner Englischpräsentation fertig geworden und da ihr das ganze Jahr mal in Age of History 2 gefeiert habt, habe ich mir einfach mal gedacht, ich will euch heute mal einen kalten Krieg in MioFor zeigen. Den Link zu meiner Präsentation habe ich euch wahrscheinlich hier irgendwie mal verlinkt. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr da mal ein Like da lassen könntet. Würde mir auf jeden Fall ziemlich helfen. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal nach 1947. Das ist da auf jeden Fall mal die Karte. Das größte Ding ist hier natürlich wahrscheinlich die Sowjetunion, aber wir haben hier auch noch den Bürgerkrieg in China. Natürlich haben wir auch noch was Deutschland und die DDR. Und ich würde mal sagen, Südamerika ist keine so wirklich Überraschung. Deswegen starte ich das Ganze einfach mal. Und natürlich ist erstmal China wichtig. Und wir haben hier auch noch Malaysia. Dann haben wir Vietnam. Und ich würde sagen, die Rebellion nehmen hier einfach mal alles ein. Beziehungsweise ist das hier, glaube ich, Indonesien. Ich weiß nicht, ob die hier was annektieren wollen. China schlägt tatsächlich gerade mal zurück. Und Afghanistan wird, glaube ich, von der Sowjetunion angegriffen. Europa ist aber mal wieder ziemlich still. Aber dann greifen die Vereinigten Staaten einfach mal Mexiko an und irgendwie kommt mir das sehr, sehr bekannt vor. Mal sehen, ob sie diesmal wieder alles annektieren werden. Und das war schon wieder nur diese eine Provinz in Baja California und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Guatemala hat hier, glaube ich, gerade eine Rebellion und Afghanistan und der Iran sehen gerade nicht so gut aus. Ich glaube, die Sowjetunion könnte die vielleicht sogar annektieren wollen. Ich glaube, Mao wird hier gerade zurückgedrängt und Argentinien hat hier einfach mal Uruguay eingenommen, bis auf eine Provinz. Okay. Bulgarien und die Türkei haben Griechenland angegriffen und auch einiges eingenommen. Dann greift, glaube ich, einfach mal Ostdeutschland Polen an, was sehr seltsam ist. Eigentlich waren die ja beide Teil vom Ostblock und Indonesien wird einfach mal von Großbritannien angegriffen. Mao hat hier, glaube ich, gerade verloren und ein Teil von Afghanistan wurde hier eingenommen. Irgendwas ist gerade mit dem Jemen passiert, denn der wurde ziemlich zerstört. Tunesien ist unabhängig und Ägypten hat gerade einfach mal Kreta bekommen. Okay. Polen hat hier tatsächlich die eine Provinz an Ostdeutschland verloren und die Niederlande wird einfach mal von Großbritannien angegriffen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das gerade spannender als das Ganze bei den modernen Grenzen. Äthiopien wird von Frankreich angegriffen. Was passiert hier gerade in Südamerika? Ich glaube, Bolivien nimmt gerade irgendwie Peru und Argentinien ein, ich weiß aber nicht wie. Peru hat hier Ecuador eingenommen und die Vereinigten Staaten haben die Bahamas annektiert. Griechenland wird gerade schon wieder angegriffen, diesmal glaube ich auch mit von Albanien. Und die haben gerade einfach mal ziemlich viel bekommen, also Griechenland tut mir mehr und mehr leid. Die Türkei greift gerade mal den Irak an und Indonesien ist jetzt gerade irgendwie zweigeteilt. Ein Teil ist irgendwie immer noch die niederländische Kolonie. Indien fällt hier aber gerade auseinander. Und Äthiopien hatte hier gerade irgendwie einen Teil verloren. Die Niederlande hier lebt auf jeden Fall immer noch. Und Bolivien hat einfach mal ziemlich viel bekommen und Paraguay ist jetzt weg. Argentinien wird dafür irgendwie von Chile angegriffen. Und Peru hat ziemlich viel verloren. Ecuador ist wieder da. Honduras hat einfach mal Nicaragua und El Salvador eingenommen. Und Kolumbien und Costa Rica, Panama. Frankreich greift einfach mal hier Großbritannien in den Kolonien an. Aber in Europa ist es noch ziemlich ruhig. Die Türkei hat sich das hier genommen. Und China hat Tibet eingenommen. Bhutan hat irgendwas an Koch verloren. Westdeutschland ist auf einmal hier gerade in der Sowjetunion und ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Die nehmen auch gerade ein bisschen was ein und irgendwie ist auch Dänemark da. Chile hat einfach mal fast alles von Argentinien eingenommen. Das hier ist, glaube ich, das Ergebnis zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Der Oman ist auf einmal unabhängig. Und Syrien, glaube ich, auch. Korea ist tatsächlich immer noch vereint. Ich glaube, Griechenland hat mittlerweile nur noch eine Provinz. Jetzt greifen, glaube ich, die Vereinigten Staaten gerade mal das Vereinigte Königreich an. Und ich habe keine Ahnung, was auf der Insel abgeht. Venezuela wurde von Kolumbien eingenommen und Brasilien hat Französisch-Guyana und die Vereinigten Staaten haben, glaube ich, gerade verloren, denn die britischen westindischen Inseln haben jetzt irgendwie Kontrolle hier über die Bahamas. Britisch-Indien nimmt hier gerade mal die kleineren Länder ein. Ich weiß nicht, was mit den deutschen Truppen hier gewesen war. Die haben aber irgendwie keinen Schaden bekommen und Afghanistan hat noch mehr verloren. Das hier ist gerade mal die Top-Liste, da ist das Vereinigte Königreich hinter den USA und vor China. Die Sowjetunion ist nur auf Rang 4 und ich glaube, Guatemala hat hier gerade nochmal irgendwas bekommen. Oder das war Honduras und Kolumbien hat wieder was verloren. Ecuador ist auch mal wieder weg. Und Frankreich greift hier mal wieder Großbritannien an. Ungarn wird hier gerade einfach mal von Österreich eingenommen. Und Korsika vom Vereinigten Königreich. Und die DDR ist auf einmal in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Ich hoffe, ihr könnt hier gerade mal verstehen, dass ich nicht so sicher bin, was gerade passiert. Und jetzt greift hier, glaube ich, gerade Österreich die Schweiz an. Die Tschechoslowakei ist, glaube ich, mal wieder demokratisch. Und Österreich hat hier gerade mal einiges bekommen. Und der Rest von Ungarn ging an Rumänien. Irgendwer greift hier gerade mal China an. Und Argentinien ist fast komplett weg. Saudi-Arabien hat Jordanien eingenommen. Wie immer will ich nochmal sagen, dass ich mich selber ein Like freuen würde. Vielleicht schaffen wir ja wieder die 50 Likes. Oh, und China nimmt hier gerade mal die Sowjetunion ein. Also das ist natürlich bestimmt mal ein Abo wert. Und aktiviert natürlich gerne die Glocke, damit ihr auch alle anderen Videos mitbekommt. Die DDR greift hier schon wieder mal Polen an. Also manche Dinge ändern sich nie. Genauso wenig ändert sich, dass ihr immer noch an der Community-Wahl teilnehmen könnt. Nur stimmen bei dem neuen Link 10 auch für die neue Wahl. Link dazu ist auf
auf jeden Fall in der Beschreibung. Und die Niederlande hier greift Belgien an. Und ich weiß nicht, wer hier gerade mal wieder Syrien einnimmt. Warum ist Südafrika hier gerade im Oman? Und gerade werden hier gefühlt alle Länder in Europa von irgendwem angegriffen. Außerdem haben wir auf einmal Polen hier in der Ukraine. Und die Sowjetunion ist gefallen. Okay, dafür haben China und Japan auf jeden Fall mal was bekommen. Nordvietnam existiert übrigens immer noch, aber die sind demokratisch. Ostdeutschland hat jetzt anscheinend wieder mal aus Preußen. Und Spanien wird hier gerade von Deutschland vielleicht angegriffen. Ich weiß nicht genau, was die gerade verloren haben. Vielleicht sogar gar nichts. Mali ist unabhängig. Chile dafür wahrscheinlich bald nicht mehr. Und ich glaube, Schweden hat hier Norwegen angegriffen. Saudi-Arabien verliert hier, glaube ich, gerade gegen Großbritannien. Und Bolivien kämpft hier, glaube ich, gerade gegen die Reste von Argentinien und Brasilien. Zu deren Hilfe kommt auch nochmal Kolumbien. Saudi-Arabien hat einfach mal den Oman eingenommen. Ungarn ist wieder da. Und Saudi-Arabien hat auch noch Syrien eingenommen. Wir haben Mali mal wieder verloren. Guatemala hat hier auf einmal fast ganz Mittelamerika. Beziehungsweise glaube ich doch nicht, denn die Hälfte davon ist hier von Costa Rica mit. Wir sind mittlerweile im Jahr 1990 und deswegen würde ich das Ganze hier auch mal beenden. Ich denke, mein kalte Kick hier ist ein bisschen anders geendet. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze trotzdem gefallen. Joint natürlich wie immer gerne mal auf meinen Discord-Server in der Beschreibung und ciao!